Eines der wichtigsten Prinzipien in meiner Trainingsplangestaltung ist die Core Integration. Was das genau bedeutet, klären wir heute im Walk of Talk. Der Core ist ja dein Rumpf, deine Körpermitte. Nicht nur das letzte Sixpack, sondern auch alles rechts, links und dahinter. Und der ist unglaublich wichtig, weil von hier aus die Power, die Kraft wirklich weitergeleitet wird in die Extremität. Wenn du also super starke Beine hast, aber einen sehr schwachen Core, dann verpufft deine Kraft einfach. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Weder im Sport, noch im Alltag, noch im taktischen Umfeld. Genau deswegen ist dieses Prinzip für mich so wichtig. Bedeutet, dass wir in jeder Trainingseinheit Übungen mit reinnehmen, die den Core targetieren. Und damit meine ich nicht, dass wir viele Sit-Ups, Planks oder Side-Planks machen, weil die brauchen wir wirklich eher weniger im realen Leben. Sondern wir arbeiten mit Kettlebells, Dumbbells, Barbells, Bändern, in der Rotation, Flexion, in der Antirotation, in der Stabilität, im Knien, Liegen, Stehen, Aufheben, Hinstellen und so weiter, so dass wir die Bewegungsmuster abbilden, die wir wirklich brauchen, den Core so trainieren, wie wir ihn tatsächlich verwenden, damit wir uns dann auf diesen Core und diese Kraft verlassen können, wenn wir sie wirklich brauchen.